Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da wir im letzten Video schon weiß und schwarz ausgepackt haben, würde ich sagen, bleiben wir direkt dabei. Und ich habe hier diese kleine schöne Box und zwar mit Marvel. Da gibt es auch noch eine Star Wars Box. Wenn ihr die sehen wollt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben und mal ein paar Likes da lassen. Dann überlege ich mir, die auch mal zu kaufen. Ich würde sagen, ja, machen wir mal 5 Likes. Likes ist schon gut für meinen Kanal. Und dann werde ich mir die Star Wars Box davon auch noch mal gönnen. Weil so teuer sind die gar nicht. Da kann man tatsächlich vernünftig reinsliden. Wir haben aber tatsächlich auch nur, glaube ich, 6 Booster, wenn ich mich nicht täusche. 6 Booster haben wir in jeder Box. Ich glaube, kostet, genau, kostet, glaube ich, 30 Euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schön hier mit Iron Man und Captain America drauf. Und deswegen würde ich sagen, boah, guck mal hier, aber seht ihr das, wie viel Luft da drin ist, wie viel Booster, wie viele Karten sind denn da drin? Machen das mal auf und dann werden es herausfinden. Ich denke mal, das wird auch kein langes Video werden. Ja, also wir können auf jeden Fall schöne Karten hier rausziehen. Jetzt muss ich nur wieder aufpassen, dass ich hier nichts zerstöre. Ach, Schere wäre schön, hätte ich die mal endlich. Aber mit einem Cuttermesser geht's auch. So. Oder auch nicht. Okay, so viele Karten sind das gar nicht, so wie es anfühlt. Haben wir nur 3 Stück oder 4 Stück? What the fuck? Wie viele Karten sind da drin, ne? Haben wir einmal Black Panther, 1. Einmal Loki, 2. 2 Karten nur? What the fuck? Okay, das wird ein sehr kurzes Video. Aber hey, wir haben irgendeine schöne Loki-Karte gezogen. Sleeve. Zack. Rein mit dir. Dann kommen wir zu den nächsten 2 Karten. Was? 2 Karten nur? Okay, krass. Dann haben wir einmal die kompletten Avengers. Müsste Endgame sein, glaube ich, ne? Ja. Oh! Sehr schön. Guardians of the Galaxy. Wir haben auf jeden Fall eine Karte, wo was Goldenes drauf ist. Und das ist immer bei Weiß und Schwarz, wenn man Glück hat, gut. Ne? Bei Disney 100 hatte ich jetzt nicht so viel Glück mit der Cinderella, aber ich glaube, das ist schon ein besserer Hit. Aber ihr seht die Preise ja, ich werde es euch einblenden bei den Karten, die ich gefunden habe und das auch relativ gut einschätzen kann. Weil teilweise sind die auch total... Nee, dann mache ich die kaputt. Teilweise sind die auch total überzogen, die Preise. Und dann bin ich mir dann tatsächlich nicht so sicher, ob dann so eine Uncommon tatsächlich 5 Euro wert ist. Weil das hatte ich nämlich bei den Star Wars Set. Da sind die, da ist keine Karte, die unter 2 Euro wert ist, damals gewesen. So, dann haben wir einmal den guten Ant-Man, wie er gerade Pistolenkugeln entgegenfliegt mit seiner Ameise, so wie es aussieht. Und einmal Thor. Auch sehr schön mit diesem Effekt. Ich weiß nicht, ob er das... Ah, so seht ihr das. Sehr schön, die Karte. Also Weiß-Schwarz hat echt so schöne Karten. So, nächste Booster. Ich hätte jetzt gerne mal... Ah, hier, perfekt. Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt gerne mal, dass das hier vernünftig aufgeht. Oh, schon wieder Guardians of the Galaxy. Das ist jetzt gerade der dritte Teil draußen. Ich war tatsächlich noch gar nicht im Kino drin. Aber der soll richtig gut sein. Guardians of the Galaxy. Es müsste der zweite Teil sein. Und dann haben wir einmal Captain America. Auch wieder mit diesem schönen Effekt hier. So, wie Kugel mit seinem Schild abwehrt. Und dann haben wir noch 2 Büsterkiss. Und dann ist das Video auch schon vorbei. Ah, kein Knick da reinmachen. Boah. Dann haben wir nochmal die Avengers. Das müsste tatsächlich der erste Avengers sein, glaube ich, ne? Und einmal Captain Marvel. Auch sehr schön. Ups. So, das letzte Booster machen wir aber jetzt komplett mit Cuttermesser auf. Weil irgendwie kriege ich es eh nicht geschissen. So, nix ist oben.
muss mir tatsächlich mal eine Schere kaufen. Langsam. Oder was heißt kaufen? Ich habe hier irgendwo einen rumfliegen. Oh, guck mal, der Torfilm. Die spiele ich, Helena, glaube ich, heißt die. Ne? Die spiele ich tatsächlich auch bei Marvel Snap. Und Marvel Snap ist ja auch, ja, Marvel dann natürlich. Die ist sehr gut. Da habe ich mir tatsächlich ein Deck zusammengebaut. Und dann haben wir hier noch einmal Thanos mit den Handschuh. Auch eine sehr schöne Karte, wie ich finde. So, hä? Geh auf. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die Hits an, Leute. Und dann hatten wir hier einmal den guten Thanos, Captain Marvel, Captain America, Thor. Das ist auch so eine schöne Karte, ne? Einfach so richtig schlicht gehalten, aber die hat irgendwas, finde ich. Dann haben wir einmal, nee, du gehörst nicht dazu, Ant-Man. Dann haben wir einmal die Guardians of the Galaxy. Das ist eine schöne, vor allem mit dieser goldenen Schrift, ne, das gefällt mir richtig gut. Und dann die, nee, du gehörst auch nicht dazu. Und dann hatten wir einmal Loki gehabt. Sehr schön. Ja, Leute, das war's, ey. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dieser Box. Wie gesagt, 5 Likes und dann werde ich mir auf jeden Fall mal die Star Wars Box von Weiß und Schwarz kaufen. Wenn es euch Spaß machen wollt, würde ich mich über ein kostenloses Abo freuen. Daumen nach oben, wie gesagt. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Ciao.